So, hallo zusammen. Hallo. Wir werden uns heute nochmal im Bereich von der Tangente bewegen. Ihr seht, wir haben dieselbe Überschrift wie schon im letzten Video, dieses Mal Teil 2. Im ersten Video, das ihr euch vor der letzten Stunde angeschaut habt. Wenn nicht, Shame dann on you. zum einen das, zum anderen, dann schaut euch das jetzt erstmal an, bevor ihr euch dieses Video anseht. Wir haben diesen Punkt hier schon erreicht beim letzten Mal. Es ging um die Tangente an den Graph der Funktion in einem Punkt P. Das bleibt auch alles gleich. Und wir werden jetzt wieder denselben Vierschritt machen, den wir auch im letzten Video hatten. Allerdings jetzt dieses Mal nicht für einen bestimmten Punkt P mit festen, mit gegebenen Werten für x und y, sondern wir machen es mal allgemein. Das wird uns für andere Probleme im Bereich der Tangente noch sehr hilfreich sein. So, wir haben das hier schon mal gemacht. Bestimmung der allgemeinen Tangentengleichung. Wie gesagt, derselbe vier Schritt wie letztes Mal. Erstens, f von u. Naja, da kann man nicht viel machen. Wir können es ja nicht berechnen, aber wir schreiben es der Vollständigkeit halber allgemein mal hin. Zweiter Schritt, f' von x. Genau wie beim ersten Schritt, wir schreiben es mal hin. Drittens, f' von u. Also die Steigung der Tangente ist f' von u. Da können wir was machen, weil dieses m können wir jetzt in diese Tangentengleichung, hier da oben ist sie nochmal, die allgemeine, einsetzen. Dann ergibt sich, y ist gleich f' von u mal x plus c. Der vierte Schritt ist jetzt der komplizierteste. Also wir schreiben es hier haben wir den Punkt schon eingesetzt, der Punkt u, f von u, allgemein eingesetzt. Also f von u ist gleich f' von u mal u plus c. Also ganz deutlich an dieser Stelle hier, das u wurde für x eingesetzt, das f von u für y. Genauso wie vorhin eben Zahlenwerte, nur dass es jetzt allgemein ist. Und wir haben dann auch immer nach c aufgelöst. Und genau so, genau das machen wir diesmal auch. Das c ist, wenn man minus f' von u mal u macht, ist das c f von u minus f' von u mal u. Hier haben wir das. Und dann haben wir immer das c wie in die Tangentengleichung eingesetzt. Machen wir diesmal auch. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber genau dasselbe. Y ist gleich, wie oben, f' von u mal x. Plus das c von drüben eingesetzt. F von u minus f' von u mal u. Das sieht jetzt ein bisschen wüst aus, deswegen machen wir es ein bisschen übersichtlicher. Hier ist zweimal f' von u drin, hier und hier hinten. Schreiben wir es einmal um. Also hier, das bringen wir rüber. Dann steht da f' von u mal x minus f' von u mal u plus f von u. Das f' von u klammern wir aus. Dann steht dann nur noch da f' von u mal, Klammer auf, x minus u, Klammer zu, plus f von u. So, jetzt haben wir diese Tangentengleichung. Ihr fragt euch sicher, was bringt uns das jetzt? Wir haben es ja letztes Mal gut berechnet, haben es auch gut verstanden. Naja, das zeigen wir euch gleich, aber vorher schreiben wir das erstmal als allgemeine Regel auf. Und danach machen wir Aufgaben, wo ihr seht, dass diese Gleichung gar nicht so kompliziert ist und sehr nützlich. Vielleicht ergänzen wir nur an der Stelle noch kurz den Malpunkt, damit es im Aufschrieb auch stimmt. Ach, der Vollständigkeit halber. Gut, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum allgemeinen Teil. Der allgemeine Satz hierzu ist relativ kurz. Allgemeine Tangentengleichung. Die Tangentengleichung der Tangente t an den Graphen von f im Punkt p, u, f von u lautet t Doppelpunkt y ist gleich f' von u mal x minus u plus f von u. Den Vorteil dieser Tangentengleichung gegenüber diesen mehreren Schritten, die wir beim letzten Mal benutzt haben, werden wir euch jetzt in einigen Übungsaufgaben auch noch zeigen. Zunächst eine Aufgabe, die ihr auch mit dem Verfahren aus dem letzten Video schon ohne Probleme hättet beantworten können. Wir zeigen euch heute aber nochmal, beziehungsweise neu jetzt, wie man das Ganze direkt mit der allgemeinen Tangentengleichung bestimmen kann. Probiert es mal aus, wie weit ihr kommt, vielleicht auch mit den Schritten vom letzten Mal, und dann zeigen wir euch, wie es geht. Als Tipp, Schritt 1, 2 und 3 sind eigentlich genau gleich. Also probiert zurück mal. Kommen wir zur Lösung. Wie gesagt, nach dem neuen Verfahren jetzt direkt mit der Tangentengleichung. Die ersten drei Schritte bleiben aber eigentlich die gleichen. Wir bestimmen den Funktionswert an der Stelle 2, das wäre hier 8. Wir bestimmen die Ableitungsfunktion und anschließend den Wert der Ableitung an der Stelle 2, was ja unserem u entspricht, und erhalten als Steigung m gleich 12.
So. Jetzt allerdings neu, vierter Schritt, wir nehmen die allgemeine Tangentengleichung, schreibt sie euch ruhig auch mal hin, dann könnt ihr nämlich genau sehen, was müssen wir wo einsetzen. Die haben wir hier. F' von u wäre F' von 2. U ist ja gerade 2, das ist unser Punkt hier oben. Und f von u ist dann f von 2. Haben wir alles bestimmt. F' von 2 ist 12. F von 2 sind 8. Können wir alles einsetzen, was wir haben. Die Klammer auflösen und vereinfachen. Und dann erhalten wir unsere Tangentengleichung 12x minus 16. Ach, das war jetzt aber nicht unbedingt einfacher. Nein, das war nicht unbedingt einfacher. In diesem Fall ist es so, da könnt ihr ruhig auch das von der letzten Woche machen. Es sollte euch jetzt aber darauf hinführen, mal mit der allgemeinen Tangentengleichung zu arbeiten. Denn wir kommen jetzt zu einer Aufgabe, wo wir mit dem Verfahren von letzter Woche nicht allzu weit gekommen wären. Ah, so ist das. Genau. Also jetzt die kompliziertere Aufgabe. F von x ist 0,5x². Bestimmen Sie die Punkte des Graphen, dessen Tangenten durch den Punkt P 3, 2,5 verlaufen. Übrigens ist diese Aufgabe auch im Buch zu finden. Ich gucke mal kurz nach. Auf der Seite 33, die Nummer 2d. So, die ist jetzt ein bisschen schwieriger. Und ihr sollt sie ja ohne GTR rechnen, aber zum Veranschaulichen zeige ich sie euch mal im GTR. Wir gehen auf Graph. Funktion ist ja schon einmal eingetippt. Ich gucke sie mir an. So, ich zoome mal einmal rein. F2, zoom in. Bestätigen mit Exe. Jetzt gucke ich mal, wo ist dieser Punkt? 3, 2,5. 1, 2, 3, 2,5 hoch. 1, 2,5, ungefähr hier. Das heißt, diesmal ist der Punkt nicht auf dem Graphen der Funktion. Das heißt, es gibt zwei Tangenten, die diesen Punkt beinhalten und den Graph der Funktion berühren. Einmal, ich versuche es hier zu zeigen, schaut genau hin. So. Und das andere Mal so hoch. Die müssen wir jetzt versuchen zu berechnen. Wenn wir sie berechnet haben, zeige ich sie hier euch auch nochmal im GTR. Jetzt könnt ihr mal versuchen, es selber zu berechnen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber probiert mal, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr es nicht ganz schafft, kein Problem, guckt euch einfach die Lösung gleich an. So, wir kommen jetzt zur Lösung. Das ist wieder der vierte Schritt. Der erste Schritt ist, wir bestimmen f von u. U haben wir ja nicht, U wollen wir bestimmen, deswegen können wir das nur allgemein bestimmen, ist 0,5u². Also einfach das U in die Funktion gesetzt für x. F' von x bestimmen wir als zweiten Schritt, ist x. Und als drittes bestimmen wir die Ableitung. F' von U ist hier auch einfach U, statt dem x ein U eingesetzt. Und das wisst ihr jetzt, ist wieder die Steigung unserer Tangente, also m. Und im vierten Schritt setzen wir es in die allgemeine Tangentengleichung ein. Die lautet ja y ist f' von u mal Klammer auf x minus u Klammer zu plus f von u. Übrigens, ich weiß nicht, ob das jemand gesagt hat, aber die Gleichung solltet ihr am besten mal auswendig lernen. So, wir setzen alles ein, was wir haben. F' von u ist u und f von u ist 0,5u². Und jetzt kommt der wichtige, entscheidende Schritt, der anders ist als bei der vorangegangenen Aufgabe. Deswegen drei Ausrufezeichen. Vorher habt ihr immer den Punkt bei u eingesetzt. Aber wir haben ja jetzt gar nicht den Punkt, der auf dem Graphen der Funktion liegt. Den wollen wir bestimmen. Wir haben nur einen Punkt hier, der auf der Tangente liegt, allgemein. Das heißt, den müssen wir für x und für y einsetzen. Und zwar richtig rum. Y ist 2,5 und x ist 3. Das verwechselt man leicht. Dann rechnen wir es aus. Vereinfachen es weiter, sehen, ah ja, ist eine quadratische Gleichung, bringen die 0 auf eine Seite, machen die Mitternachtsformel. An der Stelle vielleicht kurz die Mitternachtsformel, wir haben es jetzt hier schon eingesetzt, wäre minus b plus minus Wurzel b Quadrat minus 4ac durch 2a. Wer das nicht weiß, schlagt sie nochmal nach, die findet ihr im Internet überall und schreibt sie euch gerade bei uns im Aufschrieb heute an den Rand mal hin, dann habt ihr sie schon für die nächste Stunde und könnt damit arbeiten. Ihr habt sie aber auch in eurem Leben jetzt schon oft genug benutzt, dann könnt ihr das auch. Und ich erkläre es jetzt gar nicht weiter, das ist aber schon ein bisschen kompliziert hier. Auf jeden Fall kommt dann hier raus minus 3 plus minus 2 durch minus 1. Und dann hat man die zwei Lösungen, u1 ist 1 und u2 ist 5. Und die zugehörigen Punkte sind q1
1, 0,5. Wie kommt man drauf? Naja, man setzt den x-Wert 1 in die Funktion hier oben ein. 0,5 mal 1 im Quadrat. 1 im Quadrat ist 1, mal 0,5 ist 0,5. Passt. Q2 ist 5 und 12,5. Auch oben wieder eingesetzt. Das ist das Ergebnis, wie es bei euch im Heft stehen sollte. Ich unterstreiche das Ergebnis auch noch. Q1 und Q2. Damit wir jetzt aber nochmal sehen können, wie das tatsächlich läuft, haben wir die Tangentengleichung für diesen einen Punkt und für diesen anderen Punkt mal ausgerechnet. Und zwar genauso mit dem Verfahren, wie wir es vorher gemacht haben. Dann haben wir sie hier in den GTR eingetippt. Ihr seht sie jetzt, wenn wir ins Grafikmenü gehen. Das ist oben die Funktion und das sind die zwei Tangentengleichungen, die wir aus diesen beiden Punkten gekriegt haben. Und jetzt sehen wir ganz schön, wie das aussieht. Hier, gucken wir uns mal an. Das hier ist die Funktion. Der Punkt 3, 2,5 ist da. 1, 2, 3, 2,5. Super, die beiden Tangenten gehen beide durch den Punkt und berühren beide die Funktion. Hier oben sieht man es nicht so genau, aber man kann es auf jeden Fall vorstellen. Hier sieht man es wunderbar. Einmal hier im Punkt 1 und 0,5. Zeig gerade mal drauf. 1 und 0,5, genau hier. Und einmal im Punkt 5 und 12,5. 1, 2, 3, 4, 5 und 12,5. Das ist jetzt nicht drauf, aber man kann sich es ungefähr vorstellen, dass es dort passen würde. Genau. So, da müsst ihr mal aufpassen. Also bei Tangenten, wo der Punkt nicht auf dem Graph liegt, muss man das hier so machen mit einem Ausrufezeichen. Und vor allem, man kriegt zwei Lösungen raus. Das ist meistens so, dass man zwei Lösungen rauskriegt. Es könnte auch mal sein, dass man gar keine Lösung rauskriegt. Wenn zum Beispiel der Punkt hier in der Mitte gewählt wäre, dann könnte man gar keine Tangente an den Graph anlegen, weil immer egal, wie die laufen, würden sie den Graph schneiden und nicht berühren. Dann würde aber automatisch hier gar keine Lösung rauskommen. Das waren jetzt erstmal zwei Übungsaufgaben für diese neue Tangentengleichung. Wir werden in der kommenden Doppelstunde im Unterricht auch noch weitere Übungen machen, wo ihr auch diese Gleichung selber noch anwenden könnt. Das war es jetzt erstmal für heute im Video. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss. Ciao.